Wir kommen jetzt mal eine Top 3 Rap-Alben. Platz Nummer 3 ist JBG3 von Farid Bang und Kollegah. Es sind einfach geile Punchlines, verpackt in geilen Wortspielen mit geilen Wortumdrehungen. Es klingt einfach alles schön. Ist schön. Klingt jetzt nicht gerade, aber asozial klingt. Kommen wir nur zu Platz 2. Platz 2 ist bei mir Angst von Lenz Butters. Lenz Butters feiere ich sehr. Auch seine EP Sommer und auch seinen neuen Song, weil ich es kann. Und ich werde wahrscheinlich auch mal auf ein Lance Butters Konzert irgendwann gehen. Und zu Sommer wird noch eine eigene ganze Review folgen, deswegen abonniert mich doch hier. Und Platz 1 ist Entertainment Stanley. Ist einfach krasse Texte, geile, diepe Songs mit geilen Zeilen, geile Wortspiele, krasses Album, Entertainment Bonus. Ich meine, Bro, ich liebe Entertainment. Ciao.